Der Bundeswirtschaftsminister, ich habe nachgezählt, hat alleine in diesem Jahr 2019 schon 8-mal die Abschaffung, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert, mehr als die FDP ihn beantragen konnte, meine Damen und Herren. All diesen Worten folgen keine Taten. Die Wahrheit ist, die Union tut vor einer drohenden Wirtschaftskrise alles dafür, damit Olaf Scholz SPD-Vorsitzender wird. Besser wäre es, Sie würden alles dafür tun, um diese Wirtschaftskrise abzuwenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss. Neben all den Debatten über Glaubwürdigkeit und über die Entlastung der Menschen in Deutschland, das hier ist auch eine Frage der Verfassungsglaubwürdigkeit. Herr Professor Papier, Ihr eigenes Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst. Herr Söder sagt sogar, es verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz. Meine Damen und Herren, Sie dürfen keinem Gesetz zustimmen im Deutschen Bundestag, von dem Sie selbst sagen, es sei verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Es ist natürlich legitim, in einer Koalition Kompromisse einzugehen. Aber das rechtfertigt niemals den offenen Verfassungsbruch gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.